guten Morgen. Moin. 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 Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. So, Dresden führt durch die Veranstaltung. Ja, die erste Reihe kennen Sie sozusagen, das ist Klaus Jensen, dann ist da Wilhelm Wesen, der Gründer der Kleinstiftung Schleswig-Holstein. Brugt für Sie im Plattdeutschunterricht Paul und Emma Schulböger. Die war bei den Quickborn Verlag Ruth Bröcht. Und so freue ich mich, dass Gesche Scheller vom Quickborn Verlag in Hamburg, dem einzigen Buchverlag, der seit 105 Jahren ausschließlich plattdeutsche Bücher und auch die für die Schulen so wichtigen plattdeutschen Schulbücher herausbringt, heute bei uns ist. Die Modellschulen Niederdeutsch werden betreut von den Leitungen der Zentren für Niederdeutsch, unserem Rugeser Retzlaff von der Plattdeutschzentrum in Leck und Thorsten Börnsen von der Plattdeutschzentrum in Mölln hartlich begrüßen. Herzlich begrüßen möchte ich alle Schulleitungen und Niederdeutsch-Lehrkräfte der Modellschule Niederdeutsch, die uns entweder im Livestream zugeschaltet sind und die Veranstaltung nun live miterleben oder sich diese später ansehen. Liebe Frau Prien, wir freuen uns nun über Ihre Worte. Liebe Frau Nielsen, vielen Dank für die Begrüßung. Meine Damen und Herren, lieber Johannes Carlsen, lieber Herr Nielsen, alle anderen, die wir uns ja schon persönlich hier vor Ort begrüßt haben und meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie virtuell im zugeschaltet sind. Wir haben natürlich überlegt, was machen wir jetzt mit der Veranstaltung? Wir wollten sie unbedingt machen. Nun sind wir wieder in einer anderen Situation, aber ich denke, wir müssen lernen, die Dinge nicht einfach abzusagen, sondern Formate zu finden, die in dieser Situation möglich sind. Und das zumindest für solche Veranstaltungen, die uns wichtig sind. Und diese Veranstaltung ist uns wichtig, meine Damen und Herren, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist, an den Schulen in Schleswig-Holstein die Regional- und Minderheitensprachen zu pflegen. Wir tun dafür eine ganze Menge und es soll heute auch ein Signal sein, dass wir auch in diesen Zeiten damit nicht nachlassen wollen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen ihre Sprachen erlernen und erleben können, weil sie eben auch Botschafterinnen und Botschafter eines Kulturraums von Bedeutung sind. Ich freue mich, heute die neuen Modellschulschilder übergeben zu können. Auch diese sind natürlich Ausdruck der Bedeutung, die wir den Regional- und Minderheitensprachen zumessen. Und Sie wissen, wir hatten eigentlich eine wirklich schöne, würdige, große Feier mit allen 42 Modellschulen Niederdeutsch zu Beginn des 11. Landesfachtages Niederdeutsch geplant. Wir werden das machen. Wir werden das nachholen, das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden eine Gelegenheit finden, mit allen Modellschulen gemeinsam eine entsprechende Veranstaltung durchzuführen. Ja, die Interesse an dem Landesfachtag war sehr groß. Wir hatten 80 Anmeldungen, davon 71 in Präsenz, 13 online. Aber naja, ich muss Ihnen nicht sagen, dass die Absage in dieser Form unumgänglich war. Das Modellschulschild fasst in einem knappen Wies nackt platt zusammen, was unsere 42 Modellschulen Niederdeutsch seit dem Schuljahr 2014-2015 verbinden. Sie snacken platt. Mit ihren mittlerweile 3000 Schülerinnen und Schülern vermitteln sie in der Grundschule und in der Sekundarstufe 1 systematisch Sprachkenntnisse in der Regionalsprache Niederdeutsch. Stellvertretende für alle Modellschulen möchte ich deshalb Sie, lieber Herr Niemann, Schulleiter und Plattdeutschlehrer der Lilienkron-Schule in Lägerdorf, Sie haben es schon gesagt, Frau Nielsen, das Schild gleich überreichen. Es ist zugleich eine Auszeichnung und ein Dankeschön an alle Schulleitungen und Niederdeutsch-Lehrkräfte. Das will ich heute ausdrücklich betonen. Herr Niemann, Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zur gelebten Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt in Schleswig-Holstein.
Und die Teilnahme am Projekt wird ab jetzt durch das Modellschulschild in der Schule und das digitale Logo für die Schulhomepage für alle gut sichtbar gemacht. Und damit wird natürlich die Wirkung nach außen verstärkt. Das ist eben ein Merkmal, das Ihre Schule ganz besonders auszeichnet und, wenn ich es mir wünschen darf, die Attraktivität Ihrer Schule auch steigert. Das Schild zeigt Paul und Emma. Sie kennen sie alle, die beiden Hauptfiguren auch der Bücher, Paul und Emmas Nackplattdütsch und Paul und Emma und ihr Frünnen, die den Schülerinnen und Schülern aus dem Plattdeutschunterricht ja bereits bekannt sind und die die gelebte Regionalsprache Niederdeutsch symbolisch repräsentieren. Ein ähnliches Schild zeichnet ebenfalls die 7 Modellschulen Dänisch aus, für die Modellschulen Friesisch auch in der Planung. Heute an meiner Seite sind unser Minderheitenbeauftragter Johannes Carlsen und Vertreterinnen und Vertreter der Plattdeutsch-Stiftung Schleswig-Holstein, darunter auch der Gründer Wilhelm Nesen. Toll, Herr Nesen, dass Sie heute hier bei uns sein können, dass Sie auch, ja, dass Sie das Risiko auch eingehen, unter Menschen zu gehen, weil Ihnen das Ziel so wichtig ist. Die ersten 27 Modellschulen wurden bei der Auftaktveranstaltung für das Modellschulprojekt am 2. Juni 2014 im Landtag mit plattdeutschen Bücherkisten ausgestattet, die von der Plattdeutsch-Stiftung und dem Land Schleswig-Holstein finanziert wurden. Die Stiftung freut sich, genau wie ich, über 6 erfolgreiche Jahre Modellschule Niederdeutsch und möchte heute allen Modellschulen deshalb auch ein Geschenk überreichen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Frau Nielsen, Sie haben jetzt die Regie im Griff. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unser gemeinsames Zusammensein heute Morgen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Prien. Sehr schön, da freuen wir uns drüber. Und liebe Johannes, nun muss die Beden nach vorne kommen und freuen wir über Impulse von den Minderheitenbeauftragten. Ja, liebe Karin Prien, liebe Karin Nielsen, liebe Herr Niemann, liebe Herr Nielsen und liebe Klaus Jensen als Fürsitter von der AG Billen, liebe Lüth und liebe Freunde von der Plattdeutschen Sprache, das ist wirklich ein schöner Augenblick für uns alle, aber auch für mich. Heute bin ich bei der ersten Vergabe von dem neuen Niederdeutsch-Logo für unsere Modellschulen Niederdeutsch. Weil ich finde, das ist ein sichtbarer Teken für ein wichtiges Plattdeutsch-Angebot an den Schulen bei uns in Schleswig-Holstein, was nun schon für 6 Jahren ist, das hier gemacht wird. Ich bin überzeugt, das frühe Heranführen von Kindern an unsere, und ich meine all Regionalsprachen, aber natürlich auch Niederdeutsch, ist für Kinder und Jugendliche ein Mehrwert. Sie können mehr Sprachen schnacken, sie haben mehr Verständnis und damit auch ein wichtiges Grundloch eben für das Verstehen und das Verständnis von Plattdeutsch und anderen Sprachen. Und hier in Kiel, wo wir sind, aber auch vor allen Dingen die in den vielen Schulen in Schleswig-Holstein so aktiv, wo wir sind, leisten ganz große Beitrag für die Vielfalt von den Sprachen in Schleswig-Holstein, wo wir bannig stolz ob sind und was wir fördern würden. Insofern kann ich nur sagen, Sie alle sind mit Hart und Hand, Tobi, für Niederdeutsch und ich bedanke mich ganz herzlich bei all den plattdeutschen Modellschulen und bei den Lehrern, die vor Ort dabei sind, die da mitmachen, aber auch bei den Plattdeutsch-Stiften, wir haben das eben gehört, für das Engagement und das Material zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche allen wieder viel Spaß und würde das natürlich begrüßen, wenn wir auch noch mehr Modellschulen Niederdeutsch in Schleswig-Holstein kriegen und das utbuen können. Viel Spaß, viel Erfolg, all die Plattdeutsch-Freunde in den Schulen und die Schüler in den Plattdeutschen Modellschulen, wie schnackt platt. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Johannes Carlsen. Denn Mohig Volker Holm, Stiftungsratsmitglied von der Plattdeutsch-Stiftung dafür in Bien, hier hat auch was für die Stiftung zu sagen.
Liebe Frau Prien, liebe Lüth, das mag ein Zufall gewesen sein oder eine glückliche Fügung. Der Anfang von der Plattdütschen Modellshow in Tweedusen-Pferdhain und der Anfang von der Plattdütsch-Stiftung Schleswig-Holstein liegen ziemlich dicht beieinander. 2012 hätte Stifter Wilhelm Nielsen mit seiner Familie besloten, mit einem Teil von seinem Landbesitz auf Nordstrand eine Stiftung zu gründen, die den Niederdütschen Sprach Stütt geben soll. Sonderlich dafür, dass Kinder und junge Leute Plattdütsch lernen sollen. Mit den Geschäftsführern ist damals der Schleswig-Holsteinische Heimatbund und seine Niederdütsch-Referentin Marianne Ehlers beauftragt worden. 2013 wird dann das Jahr für die Konstitution von dem Stiftungsrat und den Obbu von der Organisation. Man 2014, da wäre das so weit, da können erste Fördermittel utgeben waren. Und so habt die ersten 27 Modellschulen Gliks in große Böker und Materialienkist mit auf den Weg kriegen, die die Stiftung finanziert hat. In den letzten Jahren ist das immer mehr geworden, nicht bloß den Modellschulen, auch andere können sich über diese Sorgen freien. Marianne Ehlers hat das gut söcht und trechmuckt und wüsst, kein das gut brücken können. Ja, und dann wären auch andere Projekte, zum Beispiel in viele Kitas, die Hilfe von uns kriegen habt. 2019 gibt das 15 Materialboxen für Kindergarten, 21 für Schulen, 6 Klassensätze Böker und Geld für 6 verschiedene Projekte. Inzwischen sind das über 1000 Euro im Jahr, mit denen die Stiftung mit Plattdütsch lernen helfen darf und helfen kann. Und auch bei der Entwicklung von ihren Schulbürger hätte die Stiftung geholfen, sodass das, was sich die Fachleute gedacht haben, bei dem Quickborn-Verlag von der Ehepaar Scheller realisiert werden konnte. Und so sind wir auch heute dabei, wenn die nur 42 Modellschulen utekend waren und geeft ihr das Buch Paul und Emma und ihr Frühen und den Quickborn-Verlag mit auf den Weg. 5 Stück soll jede in Schule kriegen. Plattdütsch lernen in Schleswig-Holstein, das ist in der Volksgeschichte, wie die viele Leute mithelfen dort. Aber ganz besonders Dank an den Stifter Wilhelm Nielsen. Ja, liebe Volker, vielen Dank für den Würf für die Plattdütsch-Stiftung. Und nun hätten wir von den Geschenken gehört und nun könnte auch die Geschenke übergeben waren. Und darum habe ich Frau Prina für den Bein und Jan Niemann für den Schiller übergeworfen. So, das ist ja hier im Umschlag, genau, da können wir das rausnehmen. Und da ist auch so das Schild, das ist noch so ein bisschen Befestigungsmaterial. Wir brauchen aber für diesen Moment nur das Schild und ich gehe mal zur Seite. Jo, ich freue mich sehr, Ihnen das heute überreichen zu dürfen, stellvertretend für alle 42 Modellschulen, die es natürlich auch erhalten, das Schild. Und ja, alles Gute und viel Erfolg, noch mehr Erfolg als bisher für Sie. Von Herzen vielen Dank. Schade, ich nur mal so Corona kommt. Ich schaue, dass ich schon nicht komme. Schauen Sie mal bitte zu mir hier in die Ecke einmal. Ja. So. Oh ja, sehr gut. Ja. So ausgestreckt weiß ihr, dass es Corona-konform ist. Sehr gut. So wie kann ich auch nicht. Das lange Arm, das gereicht. Sehr gut, Dankeschön. Prima. Und jetzt packe ich das wieder. Ach, nun ist das so geschenkt. Ja, noch meine Fünfte. Ja, so gut. Das war mal alles. Schauen wir mal, ob die ihn sieht, Jan. Ja, aber dann wird wieder, also, so wird es versetzt, finde ich. Ich weiß nicht, ob es so sieht, ja. Ja, ist das okay? So. Ja, das geht. Schön, gut. Ja. Ich hole bloß in. So. Da sieht das doof aus, ja. Ja, das weiß schon. Es gibt in Corona-Zeiten keine gut aussehenden Gruppenbilder, das ist einfach so. Danke. Dankeschön. Ja, ja. Sind wir durch? Gut, dann würde ich das jetzt wieder da reinpacken. Ne? Ja, das ist ja noch besser. Das ist so ein Schneller mitgenommen, damit jetzt noch ein bisschen der Sonne einfällt. Toll. So. Super. Und das können wir irgendwie wieder. Genau, das ist ja das schön bewundern.
Ja, und dann können wir auch die Bücher, das ist ja der Bücherstapel, der kann ja nicht mehr. Der kommt dann dazu, ne? Den darf niemand mehr in die Augen mitnehmen. Der hat eigentlich viel Gepäck. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Jan, du darfst führen, liebe Christian, von mir Geschenke. Und wo holen wir den Zeuger nochmal dafür in den und gehen weiter nach dem Bürger. Ja, liebe Janik, fragen die, ob ich von den Stiften der Modellschulen Stück Bogenwelle geben dürft. Vier Stück kriegt jeden von dir. Und du bist der Erste. Ja. Und das ist das erste Bog. Und viel Spaß damit. Ist ein ganz dicken Wälzer. Richtig viel. Könnt ihr ganz viel mit Mogen in der Show. Ja, recht vielen Dank und mit Mogen von all den anderen Modellschulen, die du mitnehmen mit du bist. Ja. Also Wilhelm musst du mit uns mit deiner Gästin natürlich und Johannes ist hier im Büro und Janne und Wilhelm wird im Umfeld aufbilden, bitte. Und dann würde ich so gerne mit Drehen gehen. Ich muss nach letzter Woche durch die Kamera laufen, ne? Wieso würde man in zwei Regenbuschen genau, stellen, ne? Sonst klappt das nicht. Kommt hier ein Stückchen nach vorne? Noch ein Stückchen? So, bin ich. Genau, das wäre sehr stark. Dass wir nicht alle so ganz aufeinander sind auf dem Genau, Leben. Richtig. Ja. Dann würde ich das mal vorschlagen, dass jeder von seinem Platz ein bisschen nach vorne rückt und dass wir dann uns alle so ein bisschen zu sagen. Ja, die besser, wenn sich alle auf ihre Stühle setzen und umdrehen. Ja, oder so. Mhm. Auch eine gute Idee. So richtig? Wir stehen hier wieder so, umdrehen. So meinst du? Genau. Ja, genau. Hinsetzen oder stehen? Okay, sitzen, das ist super. Sitzen da ohne okay. Maske? Genau, dann können Sie nämlich auf Ihren Stühlen, wenn Sie hier sitzen, dürfen Sie die Maske abnehmen. Prima. Ja, sonst würde man natürlich über die Ebene noch was wo wir die Ebene haben. Das Gute daran sehe ich Sie nämlich alle. Sie haben Abstand und wir haben ein außergewöhnliches Erinnerungsfoto mit dem großen Modellschule Niederdeutsch im Hintergrund. Wunderbar, danke schön. Das war ja, das sehr schön. Ja, jetzt ja wieder. Fotos haben wir jetzt irgendwie geschafft, also schön. Und jetzt hört ja niemand als Lina van der Bröch, denn hier ist ein toller Klavischlehrer und Demo-Fender von den Schulen erzählt, was er da eben macht. Und hört eben Rügelbusch an Ideen mit Bröch. Ja. Ja, liebe Karin, liebe Frau Prien, liebe Herr Kaisen, liebe Lüth, ich muss bekommt. Was ist das für eine große Ehre, dass ich heute hier stehen darf? Ich bin sieht, ich weiß nicht, fünf Tage, sechs Tage, Jahr bin ich dabei und versuche plattisch in der Show aktiv zu machen. Ich habe alle Freunde in Nordfriesland droppen, ich kann da gar nicht löwen. Also, die Szene ist ziemlich blöd, aber auch von Harten eine ganz, ganz besondere Szene, finde ich. Und ja, ich freue mich, dass ich hier stehe. Man, ich stehe nicht als ja niemand hier. Ich stehe bloß für all die Modellschulen bei uns in Bundesland. Für all die Plattdeutschlehrers, für all die Kinder, die sich so viel Mühe geht und die sich so gut in die plattdeutsche Sprache all inlebt habt. Ich stehe auch für die ganzen Ehrenamtler. Ich habe so viele gute Freunde, die mir in der Schule helfen, die kommen dann ehrenamtlich. Ich stehe auch für die Öllern. Ohne die Öllern können wir die ganzen großen Theater abführen, gar nicht aber recht kriegen. Also ich bin bloß ein little day. Wir haben schon gehört, wo viele Dusen Schüler das sind bei uns im hele Bundesland. Ich bin von einem ganz little derb Grundschule. Also ich bin der Schulleiter von einer little, little derb Grundschule in Lägerdörp, der Lilien Kronschule. Und wir sind mal Golden Link, die Schülers. Ne, wir arbeiten an, da wir da 100 waren und wir sind noch im Golden Weg. Aber also wir sind bloß so der Lücken Gallier, kannst du sagen. Und Ligas ist halt so, dass wir viel Spaß haben mit der plattischen Sprache. Ohne die Stunden, die wir haben von der Modellschule, haben wir so viel
tun kann, sag ich mal, was ich so in meinem Showleben machen darf, gar nicht machen könnte. Und dann kickt mich Karin nur all an, von wegen nur mal nicht so viel sammeln. Das ist mein größtes Problem, ich sage nicht so viel. Ich hätte mir gedacht, was magst du nur? Also ich kann hier läufig über ein Stück und mir einen eigenen Unterricht vertellen. Weil es gibt so viele bannig interessante Dinge, die wir gemacht haben. Also viel digitale Form, viel Theater, viel Musik. Und das wäre mir dann ein so wichtiger Aufgabe, gut zu sehen, was ich denn weiß. Und die Mutter hat mir gesagt, wenn du in Lord bist, dann dürfst du nicht ohne Geschenk kommen. Oder wäre so meine Idee, ich könnte für dich ein Rükelbusch für den Frauenminister mitbringen. Also, auch wenn er als Stellvertreter für alle Modellschulen hätte ich einen Rükelbusch mitbringt. Mein lieber Rükelbusch, das ist ein ganz besonderer, ein, denn ich habe nur so lütte Wolken mit dabei. Und die Wolken, jeden von den Wolken, das sind wirklich 11 oder 12, so viel Tiet habe ich nicht, wirklich. Das sei für eine Idee, was ich in irgendeiner Art gemacht habe. Und ich würde mir einmal übergeben. Und das ist wirklich Zufall, die haben nicht abschnackt. Ich weiß nicht, was in den nächsten Minuten passiert. Was ich also Wiesenschall. Ich bin löwig ein bisschen aufgeregt, aber so ist das Leben auch nicht so langweilig. Also, von harten enorm, von allen Schönes, von allen Öllern und von den Plattenjahres, vielen Dank. Das ist eine große Ehre und eine große Freude, dass wir so viel auf Platsch machen dürfen. Denn da wäre für 15 Jahre, das wären viele von uns, noch gar nicht so. Also, recht vielen Dank, macht man wieder so, als Politik. Dankeschön. Nur mal, Sie kommen jetzt noch kicken, welche Bänden rein, ihr dürft noch nicht kommen. Wenn nur was ist, was Sie interessiert, aha, ich fange mal an. Dort hätten wir also Radio Lütt. Ich habe mal mit einem Kindergruppe gesungen, ein Plattisch Podcast gemacht, das wäre 2017. Und wenn wir nur uns nur Kotte Tiet nehmen, dann habe ich dort einen QR-Code, dann kannst du die Dedo Platt Podcast von der Grundschule das Trechtmord auch anhören. So, das hält also. Und morgen gibt man das so loot als das Guide. Und dann habe ich ein Foto mal auch nicht schlecht. So. Also. Ganz kurz zum Wiesen, ne? Statt Welten natürlich ein. Das ist ein QR-Code dort, dieser lille schwarze Hupen dort. Den kann ich eben mal inscannen mit meinem Tablet. Wenn ich so zittern würde. So. Na geil, hab ich das eben geschafft. So. Und das ist also zum Anhören im Match. Bloß mal eben gut. Das gab es durch 13 Minuten länger. 14 Minuten, so viel Zeit in die. So, das wäre die erste Idee. Wenn Sie noch neugierig sind und Cheat haben, dann trägt Sie gerne noch mal ein. Die Gitarre, nur haben wir ja Corona. Ich habe eine Gitarre dabei. Und dann ist mir wichtig zu sehen, wie man ganz viel digital kommen. Und Likas ist jetzt so, in den Grundschulen muss ja auch die Order spät waren, muss gesungen waren und dann würden die Wangen, wenn ich gerade nicht singen. Nee. Aber ob ich nur sabbel oder, also, das ist normal, dass ich singe, ja? Das ist mir ein Ritual vom Anfang von der Stimme. Paul und Emma, Paul und Emma, Emma hat den Lückenbund, hey, hey, Lücken. So, nur mit eins wegen, das ist der allererste, oh, ich dürfte ja da nicht schon hinkommen. Das ist der allererste Sieg von uns beiden, Paul und Emma. Du hast da nämlich für die Lütten, das ist der allererste Sieg, ne? So, hier mal, das ist Paul und Emma, wahrscheinlich Paul und Emma, Emma hat den Lüttenhund, hey, hey, Tüffel. Dann lädst du den, dann schnackt wie, und du und war dann immer uns anfangen. Ne? Also, dann würden Sie kommen und den Text machen. Ich singe jetzt nicht so gut. Nein? Nee. Okay. Ich glaube, es war, wir haben das. Können wir arbeiten in der Fantasie weiter. Also wichtig ist, ich mache dann einen Satz, ich frage, was läuft wie gut, meinetwegen Emma, und dann sage ich, Paul und,
Herrn Lütten Hund, hey, hey, Tüffel. Ja? Also, das ist die Geschichte. Und so habe ich nicht. Nee. Nee, also noch bin ich in die Krisezone, würde ich sagen. So, oder wo? Der nächste Mal. Noch, schaffen wir da ein? Ja, also ich hab Cheat. Ein Lieschmeck ist leer. So, das ist ein digitales Buchding. Wie hat in den letzten Jahren viel öft in der Plattisch-Szene, was können wir mit so digitalen Kombogen? Du kannst sehen, das sind so Buntstiften. Und wenn wir bei uns in uns Paul und Emma Buch, da hätten wir ein Kapitel in der Schule, da gab es irgendwie irgendwelche Sorgen, die man so hätte in der Schule. Und das ist nun eine App, die kann ich leider über den QR-Code scannen. Die finden die Kinder auf ihr Arbeitsblatt. Abstand verringern, so. Und dann kann ich nur kurz Felix Wiesen so, dann ist dort ein Rolle, auf der rechten sieht dort der Enkel ein Wör, der die Kinder finden wird. Und in der Rolle bin, so ein Wör-Söken ist das, kann ich dann der Enkel ein Wör anklicken. Und das Gute ist, ich habe ein Quick Response auf Englisch, da gefließen, durchmelden, ist das richtig oder falsch. So, das ist ein von den Glöfstör, die vier die Buchstaben, die ich anrufe. Sehr gut. So. Ja, und jetzt, ich habe jetzt gerade... Also wir haben notiert, aber ich weiß nicht, wie Sie jetzt noch Zeit haben, also wenn Sie noch was aussuchen mögen, dann gern. Okay, dann machen wir jetzt den letzten, okay? Okay. Jetzt bin ich langsam, jetzt werde ich schon wählerisch hier. Okay, du ist ein Ohr. Und nun komme ich wieder noch ein wunderbare Sorge, die ich auch wichtig finde, politisch zu sagen. Wir haben ein Show in Oak und ich bin nur bei stolz, ob wir das auch bei uns in Bundesland insetzen können. Und zu jeder Lektion, haben wir auf uns Lernnetz wie im Internet, hier wird ganz viel Material für die Lehrer. Also auf Hochdeutsch Handreichung digital. Und da gibt es auch mal so eine kleine Geschichte, die vertellt war. Und das ist wirklich nur fair in 5 Jahren. Hier habe ich die große Ehre, dass ich mit meinen Grundschülern, die da offiziellen Texte für den Bogen inlässt habe. Das heißt also, wenn ich in den Unterricht so ein Kapitel mache, dann gibt es ein gutes Modelbild, kannst du die downloaden und besiegen. Und der, der dann so richtig fein Mord hat, der kriegt dann den QR-Code, kann sich dann auf sie backen und dann. Kann he zu Hus mit den Öllern, wir schalten mitten in den Brege geboren, kann he zu Hus mit den Öllern sich nochmal die Text anhören. Ich versuche das nochmal, oder würdest du ihn mal scannen nehmen? Machen wir. Sie hat doch keine Hand mehr, Fri. So, das erkennt er nun nicht, aber das macht noch nichts. Dann lebst du vor dem hier, okay. So. Ich will nicht. Das ist wahrscheinlich die. Ah, da, du hast wir ihn. So. Wenn er tot hat, das sind nun Kinder in den Schaum. Ach nee, nein. Da wäre er ohne. Sag mal, jetzt. Hallo Paul. Moin Emma. Fein, dass ich die Droh. Paul, magst du mit mir und Tüffel spielen? Chlor. Ich stelle Daumen Vorrat ab. Scheiße, das hätte ich für jede Lex entschnappt. So. Und ich habe so viel zu vertellen, dass das so leicht, dass ich mich nicht mehr. Aber ja, recht vielen Dank, dass ich wohl kurze Chance habe, Lütsche Baby mal zu wiesen. Und den scheiße Klomoppen durch Buten. Du gibst so viel kreative Köpfe auf Pladisch. Also, das ist bloß ein Beispiel dafür, was man mal Pladisch mocken kann. Also, das ist bloß ein Beispiel für ganz viel Anagoni-Ideen von den Kollegen, was plattisch unterrichten. Ganz toll. Also ganz großartig erstmal Applaus. Ja. Danke für den Strauß, aber vor allem für den Strauß an Ideen und Ihr Engagement. Ich finde auch toll, dass Sie mit digitalen Medien da schon so lange mitarbeiten, großartig. Und ich verspreche Ihnen, wir werden einen Fachtag machen, in dem wir das uns sehr viel genauer und ein bisschen intensiver anschauen werden. Das lohnt sich. Ich finde, es ist eine großartige Arbeit und insofern
Danke, dass Sie heute da waren, Sie persönlich, Sie als Vertreter der Modellschulen. Danke, dass wir das hier in diesen Kreisen auf diese Art so machen konnten. Danke Ihnen, die Zuschauer draußen im Land, wenn ich das so da sagen darf. Und wir machen weiter und wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern wir machen weiter mit Mut und mit Hoffnung. Löff, vielen Dank. Ja, das ist, aber Tingo, ich muss aber auch gerne mit dem Schirm gehen. Ja, das machen wir einfach mal so, damit wir mal der Vorbild sein, ne? Ja, bitte. Dankeschön. Sehr schön. Ja, ich sage auch herzlichen Dank für diese Vielfalt an Ideen hier, die du uns so liefert hast, und diese Qualität, die wir super toll. Und ja, niemand, ich würde vielleicht ergänzen, hier hätte die ganzen Audios für das erste Paul und Emma Buch mit den Schülers in Schnatt. Und da wären die, und die sind eben für alle Schulen verfügbar, sodass man sich das von Toulouse auch anhören kann, die anderen können sich anhören, irgendwie kann die ganze Welt sich das anhören, wenn sie wissen, wo das ist. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für die, dass sie gekommen sind und Zeit hat für uns und auch so einen schönen Eindruck von unserer Arbeit kriegen haben und wie Jan und See Aal, dass wir das Event in Lüderow mit großen Bedüden durchführen konnten. Ja. Vielen Dank. Wer noch Zeit hat, kann noch einen Tass Kaffee trinken, das steht auch noch gut. Und der anderen wünsche ich alle eine gute Reise, noch wo immer ihr sie jetzt haben wird. Dankeschön. Ja, bedienen Sie sich gerne. Leider können wir das ja nicht machen für Sie, sondern jeder muss sich selber nehmen, aber genau. Johannes, ein Schluck oder gleich im Land? Ich glaube, ihr müsst, ne? Ja, wir sind ja auch so tired of the Peter Lake.